Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Wir sind immer noch auf 1.11.0, denn ich dachte mir, ich will hier während der Reise nicht updaten, denn 1.11.1 bringt tatsächlich neue Inhalte, die ich dann zu entsprechender Zeit erwähne. Aber jetzt sind wir hier immer noch in diesem Wald anwesend, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Hier sind noch keine Gegner. Das finde ich sehr toll. So, wir sind aus der Richtung gekommen. Da würde ich sagen, gehen wir aus der Richtung auch zurück. In diese Richtung zurück. Da ist ja auch irgendwo da hinten ist auch das Bett. Das würde ich gerne mitnehmen. Das heißt, das würde ich gerne suchen. Boah, wo war denn das? Das war... Wir sind ja auch von hier irgendwie auf dieses Anwesen zugegangen. Genau von hier haben wir das gesehen, von da oben. Eine Hexe und ein Creeper und Spinnen. Ich glaube, die Hexe würde ich gerne töten. Sehr schön. Den Creeper vorsichtshalber auch mal. Und ja, die Spinnen auch. So, ich glaube, die Spinne hat... Oh, hier gibt es Sonnenblumen. Sehr schön. Aua. So. Kommt her. Nee, oder? Mist. Oder komme ich hier raus? Nein. Da kommt man raus. So, irgendwo hier. Ach, da war der Creeper. So. Wir sind also von hier irgendwie rumgekommen. Das heißt, da vorne müsste irgendwo das Bett sein. Oh, das ist es ja. Ha! Nehmen wir das mit? Das nehmen wir mit. Echt cool. Also ich habe es hier nochmal aufgestellt. Voll geil. Was ist das? Ach so, ein schwarzes Schaf. Okay. So. Dann müssen wir in diese Richtung. Vorhin sind wir ja nur ungefähr den Weg gegangen, aber diesmal können wir mit dem Kompass den exakten Weg gehen. Und das finde ich schön. Aber wir brauchen wieder was zu essen. Hier. Lol. Nehme ich einfach mal mit. Vielleicht finden wir auch wieder einen Dschungel. Dann könnten wir... oder was auch geil wäre? Lamas. Also wenn wir einen Lama hier finden... Ah, da bräuchten wir Schleimbälle. Ich habe keine Schleimbälle. Das ist echt schade. Aber wenn wir Schleimbälle finden, also wenn in der Nacht irgendwo Schleim spawnt, werde ich den töten mit dem Schwert. Und sollten wir dann Schleimbälle kriegen, werde ich mir Leinen daraus machen. Und dann werde ich tatsächlich auch nach Lamas Ausschau halten. Denn wir sind sowieso auf dem Heimweg, dann könnten wir sie gleich mitnehmen. Das würde ich begrüßen. Oder vielleicht sehen wir auch so Lamas. Das wäre auch toll. Wisst ihr was? Ich fahre das eben mal mit dem Boot. So. Da wäre Fleisch, aber das holen wir uns nicht. So. Übrigens, ich habe ja doch letztes Mal... Ah, okay. Ich habe doch letztens mal über Adblock geredet. Und dass es bei Antenne Bayern zum Beispiel nicht ausgeht. Und tatsächlich, ich habe jetzt neue Adblocks installiert, nämlich tatsächlich Adblock Pro und Adblock Ultimate. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt hatte, aber ja, habe ich halt gemacht. Und Adblock, ich glaube Ultimate, lässt sich tatsächlich auf Antenne Bayern deaktivieren. Aber Adblock Pro auch nicht.
Naja. Ich brauche den Kompass. So. In diese Richtung. Was aber lustig ist, denn Adblock Pro hat dann tatsächlich... Nein, halt. Andersrum. Adblock Ultimate war es anscheinend. Ich habe mir das den Namen tatsächlich ganz oft geschrieben, sehe ich gerade. Also Adblock Ultimate lässt sich nicht auf Internet Bayern deaktivieren. Adblock Pro offenbar schon. Oder auch nicht, ich verwechsel die Namen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er halt die Werbung weggemacht und ich war so 4 Stunden in der Arbeit und bin dann nach Hause gegangen. Will dann Antenne Bayern zumachen und dann sehe ich so, ja, ich habe Goldplakette für 100.000 Ads, also Entfernungen, also Werbeentfernungen. Und dann schaue ich so, ja, Werbungen entfernt insgesamt 711.596 oder sowas. Ich mir krass. Die Foren, die Internetforen, in denen ich da surfe, die haben echt viel Werbung. Und dann schaue ich da noch so: Werbung auf dieser Seite entfernt, also Antenne Bayern, 711.580. Irgendwie 10 weniger als insgesamt. Denke mir: Ach du Scheiße! Über 700.000 Stück Werbung in Antenne, auf Antenne Bayern in 4 Stunden! Ha! Das ist heftig! Ich meine, ich wusste ja schon vorher, dass Antenne Bayern sich mit Werbung finanziert, aber 700.000 Werbungen in 4 Stunden? Das ist heftig! Ich meine, nehmen wir mal an, man kriegt pro 1000 Werbungen, pro 1000 Stück Werbung, kriegt man 1 Cent. Das heißt, die 700.000, sagen wir mal waren es jetzt. Runden wir ein bisschen ab. Ich kann im Kopf nicht gut mit Kommazahlen rechnen. Dann sind das 700 Stück Werbungen. Es ist 700 Cent pro 4 Stunden pro Person. Dann nochmal durch 100, dann sind das 7 Euro pro 4 Stunden pro Person. Geteilt durch 4 sind das 1,75 Euro pro Person. Pro Stunde. Jetzt schauen natürlich mehr Leute als eine Person Werbung. Also die kriegen pro Stunde, macht Antenne Bayern pro Person knapp 2 Euro. Gewinn. Heftig, oder? Pro Stunde pro Person. Mhm. Knapp 2 Euro. Mhm. So viel verdiene ich nicht. Nein. Nein, das will ich nicht. Ich will das Seerosenblatt nicht kaputt machen. Wir müssen sowieso darüber, dann komme ich da irgendwie gut durch. Ah, da würden wir gut durch nach oben kommen. Gehen wir mal. Wo ist das Boot? Nein, sag nicht, der Unsichtbarkeitsbug ist immer noch da. Och Mann. Gut, es könnte natürlich jetzt ein Bootsbug gewesen sein, dass Boote unsichtbar sind, wenn man aussteigt, aber nein. Moment mal. Aber als ich gefahren bin, war es doch noch sichtbar. Wenn ich mit Jewel reite, ist sie unsichtbar. Egal, ob ich drauf bin oder absteige. Oh, der Berg der Hühner. Von dem her glaube ich eher, dass es ein Bootsbug war und kein Unsichtbarkeitsbug. Wobei eigentlich beides. Aber dass er speziell auf das Boot war, dass ich halt da ausgestiegen bin. Oh. Puh. Hier sind wir eigentlich auf Gebirge. Hier schneit es auch teilweise. Wäre doch toll, wenn wir hier Lamas finden würden. Wäre wirklich sehr toll.
Okay, das sind Schafe. Ein braunes und drei weiße Schafe. Schade. Keine Lamas. Entweder ist das der Regen oder ich höre ein Skelett hinter mir. Da sind Hühner. Oder Hühner, die haben auch so einen ähnlichen Ton. Oh. Der lebt noch. Da sind lauter Schafe und ein Zombie. Eigentlich könnten wir uns ein braunes Schaf hier einfach ganz einfach die Wolle von dem braunen Schaf nehmen. Hätten wir auch. Was? Okay, jetzt hatte ich einen Lag. Dann hätten wir nämlich auch braune Wolle. Und bräuchte nicht unbedingt Kakao. Daran habe ich nie gedacht. Blödes Sauwetter, da funktionieren meine Feuerpfeile nicht. Na, schon wieder lauter Hühner. Hier sind wir aber nicht vorbeigekommen, oder? Beim Herkommen. Ganz ein Monster kommt daher. Davon ist auch noch eins. Da unten ist Licht. Wenn da unten Licht ist, ist da vermute ich mal Lava. Lava oder ein Minenschacht? Ja, es ist Lava. Vielleicht auch beides, Lava und ein Minenschacht. Dein Trank hat dir nicht viel genützt. Sind da noch Erfahrungspunkte drauf? Das war irgendwie nur eine Kugel. Bis jetzt ist er nicht gesprungen. Nö, nichts mehr drauf. Und es würde auch da weitergehen. Ja, dann können wir noch ein bisschen an Land weitergehen. So. Spinne! Da lang. Dann könnten wir noch so ein bisschen da entlang gehen. Müssen wir nicht schwimmen und sehen uns noch ein bisschen die Gegend an. Und vielleicht treffen wir tatsächlich mal auf ein Lama. Das würde ich begrüßen, auch wenn gerade kein Schleim oder wir noch keine Schleimwelle gefunden haben. Na, ja, es geht auch schon wieder die Sonne auf. Die sieht uns nicht. Gefängnis. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie leben lassen soll, aber nein. Sie hätte auch kein Mitleid mit uns. Behaupte ich mal. Ja, okay, es war ein bisschen fies. Aber jetzt, wir sind. Um zum Waldanwesen zu kommen, sind wir eine Stunde gereist. Ich behaupte, das dauert jetzt etwa genauso lang. Ja, da können wir immer noch so entlang. Überall sind hier Hühner. Tatsächlich sehr viele Hühner. Da brennt doch was. Oh, es ist Lava. Da gehen wir weg. Wobei wir mit der Puppe jetzt eigentlich auch in Lava überleben sollten können. Können sollten, so rum. Bin auch immer überlegen, vielleicht folgt uns ja auch ein Lama, wenn wir Essen haben. Ah, cool, Kürbisse. Haben wir auf der Herreise, glaube ich, nicht gesehen. Also wir müssten da über den Berg. Und ich sehe. Okay,
Das ist auch wieder nur ein Kürbis. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Lama. Leider nicht. Gehen wir mal über den Berg rüber. Kommen wir da so irgendwie rüber? Ja, vielleicht da hoch. Ja, das könnte klappen. Mist. Dabei. Ja, nee. Ach, komm. Ach, okay, wir machen das so. So, sind wir immerhin schon mal bei all den Kürbissen oben. Ey, das ist eine Höhle. Cool. Die führt nach oben. Gefällt mir, das ist Kohle. Hätten wir Platz für Kohle? Wir hätten Platz für Kohle. Wisst ihr was? Die nehmen wir einfach mal mit. So. Ja, wir haben immer noch Platz. Ja, ich glaube, es war vielleicht blöd, weil jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht mehr nach oben, oder? Da wäre auch noch mal Kohle. Ja, aber jetzt haben wir nicht mehr so viel Platz. Mist. So, und oben. Jetzt ist die Frage, geht es da, würde es da hinten weiter hochgehen als hier? Nee, oder? Doch. Ich glaube ja. Ja, hier kommen wir gut rüber. Lol. Keine Lamas. Ja, da fliegt ein bisschen Stein. Keine Lamas zu sehen. Wobei ich weiß nicht mal, ob die im Schneegebirge, also hier bei uns jetzt, auftauchen oder. Ich glaube, es muss ein Hochgebirge sein, ohne Schnee, oder? Oder ist das egal, ob Schnee? Keine Ahnung. Müsste ich nochmal durchlesen. Könnte ich ja eigentlich. Ich hab das Wiki ja gerade offen. Hühner. Ne?